Herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, zum Expert Walkthrough für Hollow Knight. Mein Name ist Juniper Stan. Und in dieser Episode werden wir uns den Grünweg etwas genauer widmen. Ein Level, der im Vergleich zu den vorangegangenen etwas anspruchsvoller ist, aufgrund der vielen Säurebäder, die es gibt, und der Tatsache, dass man, wenn man unachtsam ist und nicht immer mal wieder einen Blick nach unten wirft, ziemlich leicht in einen von diesen Säurebädern landen kann. Au! Umliegende lose Blätter Papier und ein dazugehöriges Summen sind Anzeichen dafür, dass Conifer in der Nähe ist. Und alles, was man dann tun muss, ist ihn eigentlich nur noch finden. Hey Conny. Hier ist das ganz anders als an der Wegkreuzung, findest du nicht? So ein schwüler, lebendiger Ort. Die Wege winden und schlängeln sich auf eine wundervolle Art und Weise. Ich habe die Gegend vor uns so gut wie möglich festgehalten. Ich muss aber zugeben, dass sich einige der Bewohner als ziemliche Störenfriede erwiesen haben. Ja, hier hört man im Übrigen auch wieder eine von diesen Raupis vor sich hin seufzen. Allerdings ist es noch nicht möglich, die Raupi auch zu erreichen. Der Grund, warum ich jetzt die Karte von Conifer nicht gekauft habe, ist der, dass ich unter anderem versuche, mein Kleingeld zusammenzuhalten, um mir die ziemlich teure Luma-Fliegenlaterne kaufen zu können, die ja sage und schreibe fast 2000 Chio kostet. Hier drüben befindet sich ein weiterer NPC. Das ist der Jäger. Der Jäger spielt für die Story an sich keine große Rolle. Man erhält von ihm das sogenannte Journal des Jägers. Und bei diesem Journal des Jägers handelt es sich um... hast du das gerade ausgespuckt? Mit Sabber noch dran. Ja. Also das Journal des Jägers oder Journal des Jägers hier ist eine Art Lexikon der Tiere, das ein wenig Auskunft darüber gibt, über die Gegner, denen man bereits begegnet ist und die man auch erlegt hat. Die Besonderheit an diesem Journal ist, dass die Einträge sozusagen freigeschaltet werden müssen. Also es reicht nicht aus, nur einen Gegner von einer Art zu besiegen, sondern unter jedem Eintrag befindet sich eine Angabe, wie viele von diesen entsprechenden Gegnern insgesamt noch erlegt werden müssen, damit der komplette Eintrag sozusagen freigeschaltet ist. Durch die einzelnen DLCs hat sich das Journal natürlich erweitert, Entschuldigung, weil durch die einzelnen DLCs natürlich auch neue Gegner dazugekommen sind. Bossgegner beinhaltet das Journal auch. Und die Belohnung, wenn man schafft, dieses Journal zu komplettieren, ist dieses sogenannte Zeichen des Jägers, von dem er auch schon gesprochen hat. Hier drüben ist, ich glaube, man kann es Lore-Punkt nennen, also kleine Hintergrundinformationen, die teilweise sehr nebulös, teilweise sehr kryptisch sind, die aber so ein bisschen Auskunft über die Geschichte, die Vergangenheit und
eventuell auch das, was vorgefallen ist, in Heilands Nest geben. Na doch, ich gehe schon mal hier lang. Diese Gegner, diese spuckenden Blumen, lassen sich eigentlich am besten besiegen oder überhaupt nur besiegen, indem man diese Projektile, die sie auf einen zuspucken, mit Hilfe eines Schlags auf sie zurückwirft. Ach Gott, ja. Aber jetzt habe ich natürlich keine Lampe. Ich werde trotzdem auch mal versuchen, mich hier etwas weiter vorzutasten. Ah, netter Versuch. Okay. Also hier drin ist es, wie man sehen kann, stockfinster. Und es ist natürlich um einiges einfacher, wenn man jetzt eine Lampe hätte. Aber es gibt hier neben einer ziemlich anstrengenden Au. Ich bin am Überlegen, also es gibt hier eine von diesen Maskenscherben. Au. Die. Ja, ich lasse es jetzt. Also wer den Nerv besitzt und auf Herausforderungen steht, sich in dieser finsteren Finsternis seinen Weg zu bahnen, der kann unter Umständen mit einer Maskenscherbe belohnt werden, die aber noch nicht so wirklich viel bringt, weil insgesamt braucht man 4 von diesen Maskenscherben, um eine weitere Energie zu erhalten. Ja, okay, hier unten geht es dann doch nicht weiter. Der kann sich natürlich gerne darin versuchen, sich in der Dunkelheit da zurechtzufinden. Später muss ich an diesen Ort sowieso zurückkehren, weil einer von diesen sogenannten Träumern dort auf mich warten wird. Aber das ist alles noch sehr vorgegriffen und deswegen würde ich jetzt einfach mal hier weitergehen. Dieses Hauchen, das man hören kann, ist ein Zeichen dafür, dass das Journal des Jägers um einen weiteren Eintrag erweitert wurde. Also jedes Mal, wenn man einen neuen Gegner besiegt, nachdem man dieses Journal erhalten hat, noch nicht besiegt hat, wird eben ein neuer Eintrag angelegt und das drückt sich durch dieses Seufzen oder Hauchen aus. Normalerweise müsste man jetzt eigentlich nur Hornet, also dieser noch unbekannten Person da oben, folgen. Aber ich werde schon mal hier ein wenig rumwandern. Ich glaube, neben einem weiteren Lore-Punkt gibt es hier noch gar nicht wirklich viel zu holen. Hier oben müsste verschlossen sein. Ja, genau. Wenigstens Geld, wenigstens etwas. Nein. So, hier unten ist ein weiterer. Von Moos und Blättern kommt unser Leben. Solange sie am Weg wachsen, werden wir niemals. Das letzte Wort habe ich jetzt vergessen. waren meine Finger wieder schneller. Okay, also hier gibt es noch nichts. Dann
Ich weiß nicht, was das. Ich weiß nicht, was das gerade war. Leute, ich versuche doch mein Geld zu. Ich weiß, dass es hier irgendwo eine falsche Wand geben muss. Ich glaube, etwas weiter oben. Genau da drüben, hier.
Der höhere Geist träumte einst von Blättern und schuf so diese Höhlen. In jedem Busch und in jeder Ranke offenbart sich uns der Geist uns. Wir werden uns später noch begegnen. Ach Gott. Dieser Weg sollte noch verschlossen sein. Ja, ist er auch. Okay. Und dieser Busch mit Ohren ist ein Hinterhalt. Diese Kerlchen auch lassen sich am einfachsten besiegen, wenn man darauf wartet, dass sie ihren Schwertschlag durchgeführt haben und dann diese kurze Pause nutzt, um sie zu treffen. Gut, hier oben befindet sich ein neuer Bereich. Na. In diesem Bereich lässt sich noch nicht viel machen, aber ich werde schon mal mein gieriges Herz, meinem gierigen Herz den Wunsch erfüllen und mir noch ein wenig Geld holen. Das ist Zod. Zod der Mächtige, wie er sich selbst nennt. Und man kann Zod jetzt eigentlich seinem Schicksal überlassen. Aber man bekommt sogar eine Trophäe dafür, wenn man das macht. Aber durch den neuen DLC. Mir fällt gerade der Name des DLCs nicht mehr ein. Ist für Zod neuer Inhalt hinzugekommen und er spielt eine etwas und er spielt nun eine etwas größere Rolle im Spiel als einfach nur der nervige, arrogante, hassenswerte Nebencharakter zu sein. Ja, Zod bezeichnet sich selbst als Ritter. Seine ach so großartige Waffe, der Lebensender, ist aus Holz. Aber der neue Content durch den DLC, der für Zod hinzugekommen ist, ist eigentlich recht interessant und auch recht witzig. Weshalb ich mir jetzt die Mühe gemacht habe, obwohl Zod die Mühe eigentlich gar nicht wert ist. Und ihn da aus seiner Situation rausgehauen habe. Wenn man Zod jetzt seinem Schicksal überlassen würde, dann würde dieser große, nervige Käfer ihn tatsächlich auch fressen. Und wenn man dann nach einer gewissen Zeit wieder hierher zurückkehren würde, würde man nur noch Zods Überreste finden, also eigentlich nur noch seine Maske. Und man erhält eine Trophäe dafür, dass man Zod vernachlässigt hat.
Gut, in der nächsten Episode wird es dann um den Bossfight gehen. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiedersehen.